DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Das Verbot des Magazins Kompakt durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat in der Politik unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während einige das Vorgehen begrüßen, sehen andere darin eine Gefahr für die Pressefreiheit. Das Verbot zielt darauf ab, demokratiefeindliche und menschenverachtende Hetze zu unterbinden. Allerdings stellt sich die Frage, ob ein Verbot das richtige Mittel ist, um diesem Ziel gerecht zu werden. Einige Kritiker argumentieren, dass es die Pressefreiheit einschränkt und einen gefährlichen Präzedenzfall schafft. Das Kompakt-Magazin verbreitete regelmäßig antisemitische, verschwörungstheoretische und geschichtsrevisionistische Inhalte. Dennoch sollte die inhaltliche Bewertung von Medien nicht von politischen Interessen geleitet sein. Eine transparente Analyse ist entscheidend. Das Magazin bot rechten Akteuren wie Björn Höcke und Maximilian Krah eine Plattform. Das Verbot zielt darauf ab, solche Stimmen zu unterbinden. Der Chefredakteur und Mitherausgeber des Magazins, Jürgen Elsässer, hat eine radikale politische Wende durchlaufen. Von kommunistischen Wurzeln wandte er sich dem rechten Spektrum zu. Insgesamt ist das Verbot des Kompakt-Magazins ein komplexes Thema, das sowohl die Pressefreiheit als auch den Kampf gegen Extremismus berührt. Eine ausgewogene Debatte darüber ist unerlässlich, um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Trotzdem wurde das Kompakt-Magazin nun verboten. Gleichzeitig fanden in Wohnungen und Büros in mehreren Bundesländern Razzien statt. Gesucht wurde nach Dokumenten, Datenträgern und Bargeld. Diese Begegnung ist fotografisch dokumentiert. Als Bildquelle wird Presseservice RN angegeben. RN steht für Rathenow, eine Stadt in Brandenburg. Hinter der Bezeichnung steckt ein freier Journalist, der seinen echten Namen nicht offenlegt und vorwiegend zu Rechtsextremismus publiziert. Auf seinem Flickr-Account stellt der Fotograf mehrere Aufnahmen zur Verfügung. Das Ergebnis wurde von zahlreichen Zeitungen übernommen. Dass der Presseservice RN zufällig morgens um 6 Uhr am Haus des Kompaktverlegers vorbeispaziert, ist nicht anzunehmen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass das Innenministerium den Einsatz möglichst effektvoll dokumentieren wollte und der Fotograf frühzeitig informiert und eingebettet wurde. Was ist gruseliger? Ein Magazin, das unbequeme Meinungen publiziert? Oder eine staatliche Behörde, die treue Medienschaffende als Partner mit an Bord nimmt und für ihre Zwecke einspannt? Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.